Der britische Verteidigungsminister Fallon ist nach Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. Er hatte zugegeben, vor etwa 15 Jahren einer Journalistin beim Abendessen die Hand aufs Knie gelegt zu haben. Seinen Parlamentssitz will Fallon aber behalten. Ich sehe, dass ich in der Vergangenheit hinter den hohen Standards zurückgeblieben bin, die wir an die Streitkräfte stellen. Ich reiche deshalb meinen Rücktritt als Verteidigungsminister ein. Fallons Rücktritt ist der erste in einem seit Tagen andauernden Skandal um sexuelle Belästigung und Missbrauch im britischen Parlament. Unter anderem gibt es Vorwürfe gegen den Stellvertreter von Theresa May, Damien Green, der einer Frau anzügliche Textnachrichten geschickt haben soll.